Digga, ich bin danach auf den Warride so scheiße geflippt, da ist auch direkt ein Speed. Ich fahr schon. Ja, ey! Warum? Ich bin ey. Was? Wie komme ich denn immer an den Warride dran, Alter? Was ist denn mit dem Flip da verkehrt? Geh doch rüber, da bin ich rüber! Digga! Ich bin richtig früh rausgeschaut. Mach dir keinen Stress. Musst du nicht zahlen. Wir lassen dir das. Ist ja auch bestimmt auch schon verjährt oder so. Heute Rasier Eiskalt, eine Map vorgeschlagen von Silber, die hat uns damals richtig heftig zerstört, nämlich der härteste Warride in GTA vom 2.10.2019. Nur Deko hat diese Map beendet und mit Top-Kommentar: Deko ist in den letzten GTA-Folgen extrem gut. Gefällt mir. Super Deko, let's go! Oh, oh! Nein, Digga, ich bin. Oh! Oh, mach ihn jetzt, Marvin! Komm schon! Ja! Unter 20 Minuten für den ersten Punkt, Alter! Marvin, do it! Hol ihn dir! Oh. Nein! Das ist so krank! Alter! Nein! Ich bin nicht entschlossen genug nach oben gefahren. Punkt, oder? Punkt, oder? Punkt, oder? Punkt! Ja, Baby! Wow! Hallo, Muchachos! Ja, mal schauen, ob ich diese Map diesmal auch beenden werde. Und also wir haben gerade. Oh, zum Glück, es regnet nicht mehr. Ist zwar nass, aber ich hoffe, es trocknet. Halloween-Modus ist an. Glücklicherweise fickt uns das nicht so weg wie Weihnachten. Ja. Dann würde hier nämlich überall Schnee liegen. Tatsächlich erinnere ich mich noch an die Map. Und wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, sehen wir da einen MG-Flip. Wir sehen. Oh ja. Da einen MG-Flip. Ja. Wir sehen da noch einen Flip. Also mindestens drei MG-Flips sehe ich hier. Genau. Es gibt also wieder eine MG-Tutorial-Map. Es gibt sehr viele MG-Flips. Das war mit die erste Map, wo man hin und her springen musste. Also nicht nur befahren, sondern hin und her und hin und her. Und wir haben damals echt sehr lange gebraucht. Ich merke aber gerade am Warride. Über 2 Stunden haben wir gebraucht, ne? Also, wie gesagt, du. Ich habe sie nicht mehr beendet. Okay, aber merkst du das? Also, das könnte schwierig werden. Es spritzt ja auch Wasser hoch, wenn du dran fährst. Ich hoffe, das trocknet jetzt gleich noch, weil so könnte das echt brutal werden, ey. Ich glaube, das trocknet mit der Zeit. Ich glaube, hoffe. Du musst übrigens auch vorher wieder rausspringen. Ja? Ja? Ich war so ein bisschen dran, aber es war ziemlich schwer. Ah, es trocknet schon. Wird weniger. Ich habe auch das Gefühl gerade schon gehabt, ja. Oh, aber ja, jetzt spritzt hier nichts mehr, ja. Das ist leider ein beschissen gebauter. Weil man nicht weiß, wann man rausspringen soll. Oh, das ist ja richtig der, Käse. Der MG hier ist echt richtig schmutzig gebaut. Ich bin mal gespannt. So, ich glaube, wir hatten für diesen Punkt hier 25 Minuten gebraucht. Mhm. Digga, ich spring so beschissen raus hier, Alter. Meine Fresse, ey. Ja, bisher sind wir noch nicht. Ich muss mir merken, ich muss ein bisschen länger drin bleiben, als ich denke. Wir sind nicht so viel besser gewesen. Wenn du glaubst, dass du denkst, dann glaubst du, wenn du denkst. Aha! Vielen Dank für euren Support. Oh, du schaffst es oben raus, ne? Digga, ich bin danach auf den Warride so scheiße geflippt. Da ist auch direkt ein Speed. Ich wurde einfach direkt in den Erdboden gerammt, ey. Okay, bin ich jetzt auch mal da? Ja, ich bin auch da. Einfach so fahren, so. Ja, oh! Oh nein, es sind. Nein! Okay. Es sind zwei Wechsel. Also müssen wir gut machen. Dankeschön für euren Support. Die Triebwerk 7 Jahre Box war einfach Insta ausverkauft. Was ist los mit euch? Und vielen, vielen Dank auch für den Erfolg bei unserem Adventskalender. Kuss geht raus. Dankeschön, Mutscha. Ey, der Speed kommt zu spät, Alter. Der kommt wirklich zu spät. Ich komme an den Bauern dran, danach kommt der, danach droppt. Ja, ich weiß doch. Und dann kommt der Speed. Ja. Richtige Fickschnitzel, ey. Zweimal in Folge haben wir es jetzt hinbekommen. Hauptsache, wir schaffen es in. Ja, ich meine, wir haben ja auch so ein bisschen was dazugelernt, ne? Und auch wenn der MG hier scheiße gebaut ist, man kann ihn schaffen. Man kann ihn schaffen. Richtig lebst. Aber ja, Muchachos, danke euch für den Support. Schön, dass ihr da seid. By the way, falls ihr noch kein Abo habt bei uns auf YouTube, dann gerne ein Abo dalassen. Es gibt zwar nicht sehr viele Zuschauer, die kein Abo haben, aber es gibt doch einige. Und wir würden uns sehr freuen.
Oh, Digga, immer der Geier nach Abos, Arsch, Alter, ey. Ich hab's eiskalt und ich bin beim ersten Wortwechsel so früh gestorben, dass ich so richtig hart unten gedroppt bin, ey. Digga, ich hab jetzt schon zweimal so verkackt, ey. Ich hab Kaka gemacht. Nervös geworden. Jetzt aber, okay, ja. Ja, oh, oh, oh ja, der erste war gut, der erste war gut, der erste war gut und der zweite war, muy caliente. Komm, dann hast du es jetzt, glaube ich, schon, oder? Also es wär geil. Ich würde ihn feiern, auf jeden Fall. 3 Minuten, sagen wir mal 4 Minuten. Wenn du einen Wechsel hast. Ja, da ist er. Ich musste mich da erstmal reinkrusen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Oh, der war richtig smooth. Ja, Marvin, ich hab es! Spirale, ich komm hoch zu dir, Digga. Was war hier das Problem mit der Plattform? Ah, nein, das ist alles okay, gut, alles keins, gut. Keins, keins. Oh, okay, Hallöchen, Muchachos! Digi Deko ist da, hallo! Da ist er! Also, wie immer, bei Damals Frustriert, heute rasiert, gilt die 50%-Regel. Wir versuchen. Das heißt eine Stunde. Boah! Oh, wir versuchen das in. Ja, ja, also eigentlich müssten wir das easy hinkriegen, oder? Ja, ich. Ja, also, ja. Ich meine, die Schwierigkeit, ich glaube. Die Schwierigkeit hier sind. Was? Wie komme ich denn immer an den Warroid dran, Alter? Was ist denn mit dem Flip da verkehrt? Ja, hau raus. Ich glaube, hier sind halt wirklich MGs so ein bisschen die Schwierigkeit auf der Map. Ja. Die größte Schwierigkeit. Und ja, ich meine, theoretisch mittlerweile können wir MGs einigermaßen gut, also könnte. Aber auf der anderen Seite kann man bei MGs auch immer noch sehr gut verkacken. Also vielleicht auch könnte nicht. Geht auch, also was ich hier jetzt gerade sehe, das ist ein sehr, sehr, sehr merkwürdiger Edward? Ja, was, also Edward Wand oder Edward Durchfahr oder? Edward Wand, wo man nach oben fahren muss, aber also, so habe ich das noch nie gesehen. Also ich werde den jetzt einfach mal anders nehmen. So hat er das noch nie gesehen bei einer Map, die er selber schon gezockt hat. Hallo! Gib mir mal coole Berufe, die Propheten irgendwie machen könnten. Wetterfrosch. Vielleicht ist Olaf Scholz auch ein Prophet, weißt du? Oder nee, vielleicht der ist vergisst immer alles. Das wäre der Angelo Prophet. Merkel. Gott hat mir eine Nachricht gegeben. ich glaube, ich habe sie vergessen. Ich kann mich nicht mehr an das Treffen mit Gott erinnern. Nein, es gab nur ein Treffen mit Gott. Oh, es gab doch 4. Oh, schade. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern. Das wäre Olaf Scholz als Prophet. Klassiker, Digga. Einfach Klassiker. Ich habe auch richtig vergessen, dass der so ein Come-Ex-Skandal mit drin war. Hat er da auch richtig Cash rausgezogen, oder? Nee, er hat nur, also er war ja Bürgermeister in Hamburg. Ja. Und hat der Hamburger Warburg Bank, das ist ja so eine Privatbank für Superreiche, die hat Come-Ex-Betrug gemacht. Und er hat sich dann mit dem Chef von dem getroffen, der heißt Uliarius. Digga, er kennt sich richtig aus, ja? Und ja, es ist so ein bisschen mein Interesse. Ich hab's bei der Menge geschafft, von Schalzschuss! Ich hab's geschafft! Jedenfalls hat er sich dann mit dem Uliarius getroffen und hat dem Uliarius so gesagt, ja, Digga, die 3 Millionchen oder sowas, die du da Cum-Ex irgendwie Steuern erzogen hast, die, ja, ach, das ist doch Nichtigkeit. Mach dir keinen Stress, musst du nicht zahlen, wir lassen dir das, ist ja auch bestimmt auch schon verjährt oder so. So, das hat er gemacht. Oh, okay. Es gibt zu seinem Leidwesen hat der Herr Uliarius leider Tagebuch geführt und hat die Treffen mit Olaf Scholz natürlich auch reingeschrieben. Und das ist dann leider an die Öffentlichkeit gekommen. Aber wo? Scholz also doch nicht, wie er glaubt. Digga, er hat ja Untersuchungsausschüsse, ne? Also so mit wenn du lügst, wirst du gefickt. Aber er hatte nicht gelogen. Er konnte sich nur nicht mehr erinnern. Er hat nicht gelogen, er konnte sich nicht erinnern. Also hat er das beneint? Dann ist doch eine Lüge. Er hat gesagt, er kann sich nicht an andere Treffen erinnern. Achso, ist eine gute. Ey, das sollte man vor Gericht machen, oder? Das ist ja das Ding, das ist die Taktik. Er hat halt gesagt, ich kann mich nicht an andere Treffen erinnern und schon hat er nicht gelogen, sondern konnte sich halt nicht erinnern. Ist aber mit seinen Erinnerungslücken trotzdem Bundeskanzler geworden. Also für jemanden, der so vergesslich ist, das schon eine krasse Leistung. Aber das ist ziemlich gut, oder? Wenn man bei der Polizei irgendwie hops genommen wird. Ja, also man hat hier Marihuana in meiner Hosentasche, kann ich mich nicht erinnern. Ja, Officer. Das hat mir jemand da reingesteckt, also ich kann mich daran nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, Marihuana jemals geraucht zu haben. Hey, aber wobei das ja vielleicht eher ein Anzeichen dafür wäre, dass man schon Marihuana geraucht hat. Ihr Blutbild sagt aber, dass sie gerade erst einen Joint geraucht haben.
Ja, also. Also wenn, dann war der so klein, dass ich mich nicht dran erinnern kann. Aber ja, was ich noch sagen wollte, Digga. Übrigens hat der Bundeskanzler auch in Hamburg ja, hau raus. Recht eingesetzt. Die haben ja im Hamburger Park hat die Polizei Jugendliche festgenommen, die mit Drogen gedealt haben könnten. Und hat dann, weil die ja möglicherweise die Drogen, als sie die Polizei bemerkt haben, runtergeschluckt haben, haben sie die mit Brechmittel gefüttert, sodass die kotzen mussten und die Drogen dann möglicherweise, falls sie welche gegessen haben, ausgekotzt haben. Ja, und? Haben sie welche? Das ganze schätzen oder ja, Menschenrechtsorganisationen sagen, das ist gegen die Menschenrechte. Ja. Olaf Scholz dachte aber so, ja, fickt euch, mach ich trotzdem. Und dann ist leider jemand daran gestorben. Und kurz danach. Ein Jugendlicher oder was? Bitte? Ein Jugendlicher oder was? Ein Jugendlicher, ich glaube, der war 27 oder so. Er ist daran gestorben, erstickt. An den Brechmitteln oder an den Drogen? An den Brechmitteln. Was ist das für ein Brechmittel gewesen, Alter? War aber auch nicht ganz koscher, oder? Ich weiß oder? Gar nicht, ob das Menschenrechtsorganisationen waren oder die EU. Auf jeden Fall hat die EU auch gesagt, Brechmittel sind menschenrechtswidrig. Und Olaf Scholz hat es aber weiter verteidigt. Und dann, als der Typ gestorben ist, hat er gesagt, ja okay, vielleicht machen wir es doch lieber nicht mehr. Unser Bundeskanzler, meine Freunde, unser Bundeskanzler. So, jetzt bin ich aber auch mal dran. Es gibt nämlich ein Pen and Paper, ja? Geiles Ding übrigens, das höre ich mir gerne an, so wie Dungeons and Dragons. Gibt das Eisfeld von Funk. Ich auch, ich bin... Oh, hi! Hallo! Von Funk auf Spotify gibt es einen Podcast eben über den Come-Ex-Skandal. Auch recht interessant, aber das so ein bisschen... Ich bin durch, Alter, Festschrei, what the fuck! Digga, was? Ich bin dran, ich bin an Spirale. Digga, ich weiß nicht, ob... Ist jetzt echt schon Ende? Lass dir bitte den Punkt. Lass den Punkt. Ich hab ihn! Ich hab's geschafft, Alter! Halbe Stunde, Jungs! Rasier mir meine fedrigen Möweneier! Okay, dann. Wie geht der Wendler? Ich verkacke zum dritten Mal jetzt schon beim Wendler. Ich jiete da immer richtig komisch raus. Ich bin da auch, also ich bin reingejietet, richtig langsam geworden, gerade auch den Speed bekommen und hab's dann noch irgendwie geschafft drüber. Und. Okay, aber bist du oben oder unten reingefahren? Unten. Okay, mach ich auch die ganze Zeit. Hä? Also, jetzt ging's doch, ja, okay. Dann den Flip First Trailer, da kommt er noch auf den schmutzigen nochmal Flip. Hab ich auch? Oh. Komm, Marvin, komm! Geh doch rüber, da bin ich rüber! Digga! Ich bin richtig früh rausgesprungen und dachte schon, auch besser gewesen. Von dem Ding. Es wäre auch besser gewesen, Digga. Ich bin da drauf rumgesurft, als wäre ich Tony Hawk 1990, Digga. Oh. Digga, Tony Hawk, auch so geil die Zeit damals noch. Tony Digga, ey, deine so. Zeit ist geil. 12 Minuten, Brudi? Ja, okay, aber... Alter! Digga, warum sind hier so viele MGs, Alter? Es fickt mich schon wieder der nächste M. Ich muss flippen von einem Wallride auf einen MG und dann auf dem MG nochmal einen MG-Flip machen und dann wieder auf dem Wallride flippen. Nee, stimmt gar nicht. Der letzte Flip ist gelogen. Ah, okay. Danach mal mehr, oder war es das schon? Ab heute heißt es... Oh, ich bin wieder dran. Jetzt springe ich vorher raus, ja? Ja, ich bin... Oh ja! Yeah. Digga! Deine Zeit 13 Minuten, oder was? Okay, geil! Also wir können bisher stolz... unsere Eltern müssen stolz auf uns sein. Oh, ich hätte es fast... Oh, ich hab's fast hier schon geschafft, Alter. Wäre ich hier auch schon weg gewesen. Weil ich glaube, hier kommt wirklich nur... dieser MG-Lachs. Wenn du vom MG runter bist, ist vorbei. Ich schau's mir an. Warte mal, fährt er runter. Da? Hä? Ja? Nein, ja. Lass mich doch! Ja. Wirklich? Krank? Crank. Digga, am Ende sind wir hier in 15 Minuten durch, oder was? Was da also, los? Dann hätten wir auf jeden Fall Skill bewiesen, ne? Oh. Ich weiß aber nicht, ist danach noch was härteres? Aber ich finde das hier schon... Das ist jetzt schon ein bisschen knackiger, böse. Ja. Ja. Gerade weil das ja beides mit so einem Winkel nach oben ist, ne? Oh. Vorher raus, ne? Ja, ich war schon viermal hier oder so. Aber ja, du musst ein bisschen vorher raus. Und ja, es ist ziemlich eklig, weil sowohl der Wechsel auf den MG als auch der Wechsel im MG einen Winkel nach oben haben. Richtig hässlich. Boah! Ja, das war zu früh. Jetzt musst du den Mittelspeed finden. Also nein! Den. Ich war dran! Ich war dran, hab Lenkung korrigiert und bin rausgefahren. Bin erstaunt, was für ein heftiges Skill wir an den Tag legen. Diese Map ist übrigens von Skirek, einer der... Ah, ich hoffe, die Map ist von Skirek. Ich muss gleich nochmal nachschauen. Hast du gerade gestottert oder war das Internet? Vielleicht habe ich auch gestottert, ja. Also ich habe so diese Map.
Achso, nein, das nicht. Von Giese! Giese steht auch auf den Zeppelins, by the way. Ah, okay. Aber da steht mit Skirek. Das heißt, Skirek hatte hier auf jeden Fall so seine Finger im Spiel. Und ich war schon wieder dran, Alter. Skirek. Dieser Winkel da oben, der ist echt hässlich, ey. Ist übrigens der erste. Der erste Wald, den wir gefahren sind, wo sowas wie Koralle, sowas wie so Drehen und so ganz komische Sachen. Gibt's noch? Das erste Mal benutzt worden sind. Also das ist eigentlich eine Legende, muss man sagen. Daher kenne ich die ganze Scheiße. Und den Typen gibt's bestimmt noch, aber ich glaube, der ist nicht mehr aktiv dabei, ne. Ja gut, ich hätte es auch nicht gedacht, dass er gestorben ist. Er war vielleicht 98 oder so. Oh! Nee! Hast du das gesehen? Alter! Oh mein Gott, ich zeig dir gleich ein Video, Digga. Ich zeig dir gleich ein Video, wie ich es geschafft habe. Digga, ich will das gar nicht wissen, Alter. Oh mein Gott, Alter. Das wird in die Geschichtsbücher eingehen. Ob ich überhaupt aufnehme, wie ich es geschafft habe. Oh. Ich zeig's dir gleich, ey. Digga, wahrscheinlich. Oh mein Gott. Hast du es unverdient geschafft? Oh. Ich schick's dir. Ja, also, was das heißt unverdient? Es war todesrandom, Digga. Okay, also ja. Schau's dir an. Ich hab's dir gerade geschickt. Ich schau's mir an. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass er gestorben ist. Er war vielleicht 98. Digga, fick dein Leben, Alter. Fick dein Leben, ne? Digga, what geil, the fuck? Am I watching? Das kann doch nicht dein Scheiß. Er macht da einen Looping dran einfach. Er bounced weg. Macht einen Looping und landet wieder. Das war schon einfach immer bewundernswert, was du da bei mir gesehen hast. Das war schon. Nicht mehr von dieser Welt. Nee, das war nicht mehr von der Welt, ne. Oh. Wusa. Ich sag ja, du wirst eher Bundeskanzler und erinnerst dich an ein halbes Leben nicht mehr. Als dass diese Situation passiert. Nochmal passiert. Also, das war. Das war sozusagen der glückliche Moment jetzt in meinem Leben. Oh, 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 oh. Smoke! On the move! Okay, jetzt fahre ich nur auf die Spiralen. Ich hoffe, wenn ich mich nicht mehr überdrehe hier oder sowas, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Das war's, ja. Oh yeah. Ja, ich weiß nicht. Ich habe immer Angst bei den Spiralen, so wenn es runtergeht oder nach oben geht und man sie abfangen muss und so. Mich da noch überdreht. Langsam. Ja. Okay, Hanna, wie ist jetzt Hanna. Das nächste einzuschätzen? Runterfahren, abfangen zum Borrow oder so. So richtige Billo-Sachen. Ich hab's! Einfach. In der Spirale. Ja! Also, irgendwie ist die Spirale. Ja! das ist so eine Winkelsache. Da sind so Speeds, wo du einfach ein bisschen schauen musst, wie man am besten fährt. Ich weiß es auch noch nicht. Wie ist die Edward-Watt hier? Ist die normal oder ist die wieder so wie gerade? Oh, ich bin durch. Warte mal. Die ist normal. Nein, Deko, nein. Hello? Hello, it's me. Oh, wohin? Oh mein Gott, bitte. Oh, war das knapp, ey. Also der Winkel zurück, der könnte knackig werden. Haben wir jetzt so 2-3 Tries gebraucht. Ist das schwierig? Du musst doch eigentlich nur... Was muss man machen? Also ja, du musst erstmal da hochfahren und dann wieder da runterfahren. Und dann wieder hochfahren und wieder runterfahren. Ja, hochfahren habe ich geschafft. Ja. Jetzt auch das andere nochmal. Digga, 22 Minuten. Wir sind jetzt ungefähr beim ersten Punkt fast durch gewesen, oder? Digga, ich habe direkt beim Reinfahren in die Tube eine Koralle gemacht. War das ein Fehler? Ganz oben. Das ist so oldschool. Da gab es die Koralle noch gar nicht, glaube ich. Da fährst du einfach mit so einem... Hier ist einfach so ein Karton oder was? Ja, so hat man das damals gemacht, ohne Koralle. Das Problem ist, dass ich jetzt nicht mehr weiß, in welche Richtung ich jetzt fahren muss. Ich die Koralle schon vorwärts gemacht habe. Hä? Du bist jetzt ja vor, also da, wo deine Nase hin zeigt. Okay, zum Glück habe ich dich. Das wäre so räumliches Vorstellen, was ich nicht hinkriege. Okay, warte. Schaffe ich es jetzt second try? Wo ist die Ausfahrt? Da ist die Ausfahrt. Eine Runde Speed mitnehmen. Von unten nach oben. Ganz wichtig. Und? Also oben bin ich. Und jetzt? Unten bin ich auch. Digga, Profi. Und jetzt einfach nur in der obersten oder zweitobersten Sache bleiben. Digga, was?
Digga, was? Das war Second First Try, Bruder, Alter! Oh! Ich hab's. Nice! Ich hab's! Spirale hoch. Punkt, oder? Punkt, oder? Punkt, oder? Punkt, oder? Punkt! Ja, Baby! Wow! Digga, was ist da los? Nee, ich hab einmal den Try gemacht, wo ich den Ding gekommen bin. Da hab ich den Weg nach oben schon verkackt. Übrigens hier, der Schmutzige ist richtig schmutzig. Ja? Der hat so eine richtig eklige Kante. Wenn du zurückfährst. Oh ja, ich seh's gerade. Ja, und damals gab's kein Bumper nach oben fahren, sondern man konnte einfach hier wenden und fährt zurück. Hallo. Digga. Hä, 2019 gab's das noch nicht? Scheinbar, ne? Hä, lauf ich doch nicht zu, Alter. Als ob die Bumper erst 2020 erfunden wurden. Oh! Cool. Was kommt hier eigentlich? Ich muss mal kurz gucken. Der schafft es! Der schafft es! Der schafft was? Das kommt da. Schafft ich! Keine... Was kommt da? Alter, ein Weitsprung, den ich nicht geschafft habe. Okay, ich warte hier. Ich bin hier eigentlich den Edward ziemlich Fullspeed hochgefahren. Ja, da. Also Weitsprung mit Flip. Oh, ich seh's da, ja. Danach musst du, glaube ich, nochmal Weitsprung Flip machen. Okay, schade. Und dann ist da nochmal Edward. Aber dann, ey, dann sind wir durch. Das war's dann. Das war's dann, ja. Lol. Digga! Digga, der MG ist echt ein bisschen hässlich. Der Schmutzige, ich warte hier oben die ganze Zeit, jetzt fahr ich los, ey. Hallo, jetzt komm ich. Genau am MG komm ich dir entgegen. Ey, das kann dich einfach, ey. Ich hab den so geil genommen jetzt, Alter. Ich warte so ein mieser Klaxigon, Alter. Fahr random irgendwann los, weil ich denke, du schaffst es eh nicht mehr und genau an dieser Stelle. Ja, warum? Siehst du, Alter, was bist du für ein Freund? Warum glaubst du nicht an mich? Alter. Digga, ich fahr X auch immer so heftig hier. Oh, lol. Du musst Fullspeed hochfahren. Ho! 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 Hör, was? Was ist das denn hier schon wieder? Nein! Ey, aber das Erz. Du musst doch Edward hochfahren. Edward, was? Mach mal nach oben. Ja, ich bin direkt hinter dir. Nein, ich hab die letzte Stange mitgenommen, ey. Digga, ich will da immer möglichst schnell durchfahren, weil ich Angst habe, dass ich wieder den scheiß Weitsprung nicht schaffe. Hat das? Nein, Digga. Also, es war schon wieder mein First Try Glück, ne? Dass ich diesen zweiten Jump auch noch direkt hinbekommen habe. Ich bin einfach so gesegnet, was meine First Tries angeht. Keine Ahnung, was da mit mir los ist. Es funktioniert alles. Wenn ich versuche, das danach nochmal zu reproduzieren. Skill ist nicht da, Glück schon. Digga, kein bisschen. Das passt nicht von der Häufigkeit her. Oh. Ja. Komm. Alter. Hä, ich bin beim zweiten Flip rübergesprungen. Und hab mich aber. Ich bin nicht dran gekommen. Ich hab mich einfach gedreht. Wie so ein Barrel Roll. Barrel Roll? Barrel Roll. Komm hier hoch, du kleine Diebel. Aber ich hab leider den Schmutzigen verkackt. Aber ich hab den Weitsprung. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie es geht. Okay. Aber der zweite Flip, Digga, warum kommst du mir jetzt wieder entgegen? Muss wieder instant bestraft werden. Das ist wirklich. Ja? Ja? Wie, der fährt weiter! Ja, du hast wieder nicht gerammt! Digga, ich bin bei mir genau wie beim ersten Mal genau gegen deine Motorhaube gesprungen. Hä? Okay. Jetzt krieg ich den Sprung nicht mehr. Ich stand jetzt hinter dem Warride. Aber ich bin, glaube ich, noch nicht so weit gekommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich hier war. Auf jeden Fall kann ich diesmal auch meine Schmach, wettmachen. Also das Ding ist bei dir sogar, du hast ja sogar eigentlich Open End, oder? Ja, also ich habe Open End. Ich kann hier auch morgen noch sitzen. Wenn ich ins Ziel komme, war das besser als davor. Und man... Na, ey! Ich fahr schon... Ja, ey! Warum? Es ist richtig scheiße gebaut, ey. 2019 ja. Und... hieß er nochmal Skirekt? Skirekt? Aber ich glaube, Skirekt hat immer so ein bisschen unschmuff gebaut, ne? Boah, keine Ahnung. Aber er ist der Gottvater von krassen Warrides, also ihn dürfen wir nicht beleidigen. Nee, nee. Er ist wirklich ein Prophet. Oh mein Gott, der war richtig gut.
Oh ja, bei mir auch. Nein, nein, der war richtig scheiße. Fuck! Viel scheiße, weit weg, Digga. Nein, ey. Ich bin einfach dahinter. Fuck my life! Wie lange sind wir jetzt schon hier? 10 Minuten, ne? Also, das ist bisher der krasseste Fast. Punkt. Also, die, kommt die Schwierigkeit aber nicht durch die M-Schieß. Ich dachte, das wäre so eine M-Schieß-Schwierigkeit. Dachte ich auch, ja. Aber wir sind mittlerweile, M-Schieß haben wir so ein bisschen. Können wir, ne? Können wir. Können wir. Können wir. Können wir. Es kommt tatsächlich die Schwierigkeit vom nicht ganz so geil gebauten. Ja. Nein, ich bin zu schnell, ich bin zu. Schaff ich's noch? Nein! Oh, ich hab zum zweiten Mal hier verkackt. Ja. Na wieder, gar nicht so scheiße. Ja, also. Ich sehe schon wieder gar nichts, dankeschön. Kann ich hier noch nach oben fahren? LOL! Ach so geht das! Okay, okay, first try. Okay, als nächstes schaffe ich's. Also es ist doch super einfach. Du musst gar nicht nach oben gehen. LOL! Ich kann dir jetzt einen Tipp geben, dann schaffst du es first try. Willst du ihn haben? Ja. Fahr nicht sofort nach oben, fahr erst rein. Du kannst sogar ein, zwei Dinger weiterfahren, gar kein Problem, nicht die normale Schiene. Und fahr dann erst nach oben. Dann hast du Grip, dann ist alles Chillo Vanillo. Also dann, wenn ich jetzt nochmal da bin, schaffe ich's. Ja, da muss man sagen, bist du bis jetzt besser, ne? Ich war noch nicht einmal da. Oh, oh. Wuppa Gundam Style. Wupp, 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 wupp. Wieder, ja, ich bin wieder hinter. Ey, ja, Junge, ich fast. Ein paar Sekunden später. Okay, nicht ganz smooth, aber geht. Auch nicht ganz smooth und geht. Einfach reinfahren, einfach reinfahren. Der Möwerich, er ist durch. 37 Minuten, da ist das Ziel. Ich hab's. Ja. Ich hab's. Digga, jetzt eine, zwei. Über eine bei 100 davor steht da. 135 Minuten, Alter! Alter! Wie ein Möwe! Oh, wow! Alter Schwede, haben wir's! Bam, Junge! 37 Minuten. Damals nie beendet. Endlich konnten wir ein weiteres schandhaftes Kapitel auf unseren Lebenslauf streichen. Muchachos, wie fandet ihr die Folge? War doch grandios, oder? Besser geht's doch gar nicht. Daumen nach oben ballern, Dankeschön für euren Support. Stimmung gut, Losers gut, Muchachos gut. Daumen nach oben, ja. Beschreibung abchecken, Küsschen, bye bye. Ciao, ciao.